Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic mit unserer tapferen hellen Seite-Marodeurin. Oh, wir sprechen jetzt mit Arrancau. Arrancau, ja. Ihr seid neu hier. Habt ihr hier das Sagen? So läuft das bei uns nicht. Aber wenn ihr wollt, diene ich euch als Ansprechpartner. Wie kann ich helfen? Wie nennt ihr diesen Ort? Das Dorf hat keinen Namen. Es ist einfach nur der Ort, an dem wir Rishi leben. Jeder, der hier lebt, tut es, weil er sich so entschieden hat, ob Rishi oder nicht. Fangen Sie jetzt an, sich über die Einwohner hier zu beschweren, nachdem wir die Piraten in der Räuberbucht hinter uns gelassen haben? Ihr habt den Weg freigeräumt und einen Freund gefunden? Man nennt mich Arrancau. Steht ihr mit den anderen Bewohnern dieser Insel in Kontakt? Wisst ihr, was sie vorhaben? Sollte sich ein einzelner Rishi in ihre Belange einmischen wollen, ist das ganz alleine seine Entscheidung. Für uns gibt es keinen Grund, uns dafür zu interessieren. Die anderen Besucher ziehen es außerdem vor, unter sich zu bleiben. Ihr Lager scheint seltsamerweise gespalten zu sein. Eine Gruppe sieht aus wie Sie, die andere wirkt weniger offensiv. Wenn es dort mehr von eurer Sorte gibt, sollte ich vielleicht darüber nachdenken, mich den Revanitern anzuschließen. Ich fühle mich geschmeichelt. Wenn ihre Sith-Lords auch nur halb so tödlich sind wie Lana, stecken wir in größeren Schwierigkeiten als auf Manaan, wo wir immerhin beinahe Fischfutter geworden sind. Es gibt also ein Lager für die imperialen Verräter und eins für die republikanischen Revaniter. Und wirklich warm sind sie nicht miteinander geworden. Das könnte eine Gelegenheit für uns sein. Entweder um Vergeltung zu üben oder für ein kleines Täuschungsmanöver. Ich sehe darin vor allem eine Gelegenheit, ihre Truppen zu dezimieren. Deine Vorliebe für rollende Köpfe überrascht mich stets aufs Neue, D4. Aber keine Sorge, dazu kommen wir vielleicht noch. Ich sehe mir diese Revanita-Lager mal genauer an. Und wir versuchen mehr über ihre Aktivitäten hier zu erfahren. Ich hoffe, dass wir bald wissen, wo Agent Shan festgehalten wird. Ich ebenso. Wir Rishi würden uns darüber freuen, wenn ihr uns im Dorf helfen könnt. Natürlich nur, wenn ihr dafür Zeit habt. Genießt eure Reisen! Na gut, betritt den südlichen Bunker, alles klar. Oh, wir können ja auch gleich hier oben fahren. Och, nee, ne? So, Moment mal, aber... Ja, nee, hier durch, das... Nee, da hau ich hin, da muss ich jetzt oben rumfahren, ob es mir gefällt oder nicht. So, ich glaube, jetzt kann man ja getrost hier gerade rausfahren.
eigentlich gleich irgendwo da vorne sein. Ah, da kommen wir ja schon in die Nähe. Ja, mal sehen, ob wir da hinkommen, ohne uns durchkämpfen zu müssen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ne, die muss ich jetzt wegarbeiten. Das. Und. So. Habt Geduld, Sergeant. Aber seid bereit. Sobald wir etwas von Rehman gehört haben, beginnt unsere Arbeit. Lord Ifres, da... es ist... Der Zorn des Imperators. Hier! Wir wurden entdeckt. Ich schätze, Darth Maar schickt euch, um seinen Kampf für ihn zu fechten. Wäre ja nichts Neues. Nein, noch besser. Ihr habt von uns erfahren und dachtet, dass Maar seine Finger im Spiel hat. Ihr seid auf eigene Faust hier. Wir haben die Oberhand. Glaubt ihr wirklich, dass die Revaniter sich behaupten werden, wenn ihr vom Imperium und von der Republik verfolgt werdet? Ich kämpfe für das, woran ich glaube. Sollte ich im Dienst Rehmans sterben, dann soll es so sein. Ihr habt einmal für eine andere Sache gekämpft, an die ihr geglaubt habt. Beim Imperium hattet ihr wenigstens die Chance, mit euren Taten etwas zu erreichen. Das ist ein wirklich gutes Argument, mein Lord. Es scheint durchaus so, als hätten wir nun schon eine Weile nicht mehr die Nase vorn. Der Feind auf unseren Fersen und in den Schatten. Von mir habt ihr keinen Widerstand mehr zu erwarten. Ich kann natürlich nicht für alle imperialen Revaniter sprechen, aber für die hier Anwesenden schon. Ein weiser Schachzug, Ivres. Ich werde ein Team losschicken, das eure Behauptungen über die republikanischen Revaniter überprüft. Da könnte etwas dran sein. Das war ja jetzt einfach. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht so gerechnet, aber egal. So, und jetzt müssen wir den nördlichen Bunker ein doppelter Feind. Mal gucken, wie wir da jetzt mal hinkommen. Ohne uns hier komplett durchkämpfen zu müssen. Na gut. Hat leider nicht so geklappt, wie es gerne gehabt hätte, aber egal. Hier natürlich nicht hoch, ne? Okay, gut. Es gibt Berichte über Kämpfe in der Gegend. Ich möchte, dass ihr die Augen nach allem Ungewöhnlichen offen haltet. Wie zum Beispiel? Bei den Sternen. Auf meinen Befehl schießen! Nein, nicht auf euren Befehl. Auf meinen.
Ihr habt Ivres Leute? Ihr habt ihn gegen unsere Sache gekehrt? Was auch immer ihr glaubt, erreicht zu haben, Revan könnt ihr nicht aufhalten. Das verspreche ich euch. Das Imperium und die Republik ins Chaos stürzen. Was will Revan damit erreichen? Revan will die Galaxis neu gestalten. Sie retten. Das hat einen Preis, der für die meisten zu hoch ist. Nicht aber für mich. Sie haben euren Kollaborateur zu einer Festung im Tal auf dieser Insel gebracht. Ich hoffe, ihr jagt ihm nach, denn das werdet ihr nicht überleben. Mehr weiß ich nicht. Ich kenne die Details von Revans Plan nicht. Und selbst wenn, würde ich sie euch nie verraten. Verschwindet. Sofort. Bevor ich es mir noch anders überlege. Okay, ich verschwinde. Bin schon weg. Lana, Theron wird in der Festung im Tal festgehalten. Gut möglich, dass Revan auch dort ist. Die Vier soll herausfinden, was die Rishi darüber wissen. Wir bereiten einen Angriffsplan vor, sobald ihr zurück seid. Gut, dann kehren wir mal zu Lana zurück. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was wir hier gepostet haben. Der Scheiß hier kommt hier gleich weg. Darth Vorfron lebt wohl. So, und ich fürchte, dass ich, wie erwartet, nicht allzu lange auf Griffi bleiben kann. Ich hoffe, dass ihr herausgefunden habt, wem eure Beobachter dienen und dass ihr diese Information zu eurem größten Vorteil ausnutzen werdet. Wir profitieren alle davon, wenn die, von denen wir abhängig sind, ihre Umstände mit absoluter Klarheit überprüfen können. Meint ihr nicht auch? Auch wenn es wohl etwas dauern wird, hoffe ich, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Das war mir wie immer ein großes Vergnügen. So, dann verkommen. Ich habe noch nie ein Volk wie die Rishi getroffen. Pragmatisch, höflich und vernünftig. Wenn das Klima nicht wäre, würde ich es in Betracht ziehen, zu bleiben. Ich bin mir sicher, es gibt wichtigere Dinge, über die wir reden sollten. Ja, natürlich. Die Beobachtungen der Rishi bei der Revanita-Festung decken sich mit dem, was wir bereits wissen. Sie haben mächtige Kriegsschiffe auf Abruf bereitstehen und sie sind gut geschützt. Revan hat vor, die imperiale und die republikanische Flotte gleichzeitig anzugreifen. Ein verwegener Plan, das ist sicher. Wir haben es noch nicht geschafft, die imperiale Flotte zu erreichen, die sich Rishi nähert. Aber ich kann anhand der Nova Blade-Daten sagen, dass sich Darth Mars Flaggschiff darunter befindet. Findet eine Lösung für unser Kommunikationsproblem. Er muss wissen, was ihn erwartet. Ich versuche, die Störungsmuster in einen Code umzuwandeln, der von dem Protokolldroiden der sich nähernden Schiffe entschlüsselt werden kann. Wenn sie ihre Credits wert sind. Macht weiter Druck und haltet ihre Schiffe auf, wenn ihr könnt. Wir versuchen, die Flotte zu erreichen und helfen euch so gut wir können. Ich bin ja auch noch hier, aber Sie haben leider recht. Wir hoffen, dass Agent Shan gefunden wird. Ja, am besten lebendig. Jetzt zeigt den Revanitan, und wenn es das Schicksal will, auch Revan, warum man sich besser nicht mit euch anlegt. Schalte die Kriegsschiffe aus. Okay. Das müsste machbar sein. Alles klar. Gleich mal los. Aber ganz ehrlich gesagt, ich
mag diesen Planeten nicht sonderlich. Also so das Klima, habe ich immer so das Gefühl, wäre irgendwie so richtig warm und irgendwie die ganze Zeit feucht. Und ich hasse das. Warm, feuchtes Klima. Boah. Da komme ich gar nicht mit klar. So, aber ist das was? Ja, toll, ich bin hier wieder so falsch gefahren. Da hat mir jemand das vor der Nase weggeschnappt. Oh, ich hab ihn das. Okay, gut, dann müssen wir einen Augenblick warten. Ja, hier zu den anderen hinfahren. Gut, kann man machen. Ach nö. So. Und Nummer 2 ist gleich hier vorne. Das hätte ich jetzt nicht gerade schon kaputt gemacht. Okay, gut. Aber nun. So, jetzt wollen wir ein bisschen aufpumpen hier. Egal, solange ich mich vor meinen Mountain Panther schieße, ist das scheißegal, die sind zu weit weg. So, warte mal, das Terminal, wo... Ach, da! Langsam blicke ich bei dieser Hackerei durch. Das muss wohl Therons Einfluss sein. Einen Augenblick. Da,
eine Holoaufzeichnung, in der Theron verhört wird. Koordinaten kommen. Und Revan? Kein Hinweis darauf, dass er dort ist. Aber auch keiner, dass er nicht dort ist. Ich würde wachsam bleiben. Alles klar, ist auch gleich hier in der Ecke drin. Gut. Ah, wunderbar, direkt zur Zeit. Zieht er die Akku auf sich. Okay, wunderbar. Einmal. Ah ja, da vorne das grüne große Tor. Da haben wir rein. Revan. Ich hätte wissen müssen, dass das Imperium einen seiner Schoßhunde schickt, um mich zu finden. Ihr hättet es lassen sollen. Was habt ihr mit Theron gemacht? Theron Shans Schicksal ist nicht von Bedeutung. Genauso wenig wie eures. Ich verändere das Schicksal der ganzen Galaxis. Ich sehe nur, dass ihr versucht, alles zu zerstören. Ich führe keinen Krieg mit dem Imperium und der Republik. Ich rette zahllose Leben und ihr stellt euch mir immer wieder in den Weg. Das einzig Gute, das eure Anwesenheit hier mit sich bringt, ist, dass ihr es miterlebt. Mein Plan ist schon zu weit fortgeschritten. Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Hört nicht auf ihn. Es ist noch nicht vorbei. Theron, da seid ihr ja. Ich hatte euch eine Menge zu erzählen, also bin ich ausgebrochen. Ich schätze, ich hätte mir die Mühe auch sparen können. Ich weiß nicht, wie viel Lana oder Revan euch gesagt haben, aber er hat die imperialen und republikanischen Kommandoflotten nach Rishi gelockt. Revan will sie in einen Kampf verwickeln und so die Führungsriege ausschalten. Wenn man es überhaupt einen Kampf nennen kann. Es sind auf beiden Seiten Revaniter, die Schilde, Waffen und alles Mögliche sonst noch sabotieren. Und wir können sie nicht warnen. Revan hat die Nova Blade-Einheiten einen Signalstörer bauen lassen. Es gibt keine Kommunikation innerhalb des Rishi-Raums. Das wird ein Blutbad. Sobald Jakaro das erfährt, wird es keinen Signalstörer mehr geben. Die Revaniter lassen das Ding beschützen. Wenn ihr Jakaro dorthin schickt, haben er und D4 nicht den Hauch einer Chance. Hier liegt gleich alles in Trümmern. Ihr hättet euch mir anschließen sollen, Junge. Aber ihr seid natürlich genauso hartnäckig. Lebt wohl. Ja!
Gut. Das wir ein bisschen aufpumpen hier. Was macht Theron denn da jetzt? Hier erst wegarbeiten, weil er das alleine nicht hinkriegt. Ah, hallo? Seid ihr da? Lana, was ist gerade passiert? Ich habe mich wohl durch 4 Verschlüsselungsstufen gehackt und den Energiekern deaktiviert. Gerade noch rechtzeitig. Ich glaube nicht, dass ich es sonst geschafft hätte. Theron, gut, dass ihr am Leben seid. Ich habe alles über den Störer gehört. Wir müssen uns für einen sofortigen Angriff neu gruppieren. Was auch immer passiert. Seid stolz auf alles, was wir bis jetzt erreicht haben. Wir sehen uns bald. Alles klar, zum Schickdorf zurück. Ja, da wollen wir schauen, ne? Okay, schön langsam. Ich bin nicht 100% auf der Höhe und du bist nicht gerade der Sanfteste. Oh gut, das Team ist wieder zusammen. Dank Ihnen natürlich, weil Sie Theron gerettet haben. Er war schon fast selbst entkommen. Theron, ihr habt die Daten zum Signalstörer. Fangt an. Genau. Daten, die ich gesammelt habe, während ich gegen meinen Willen von mehreren Verhörsonden festgehalten wurde. Der Störer ist auf einer Insel in der Nähe. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon gesehen. Er kann nicht aus der Ferne gehackt werden. Und es sind jede Menge fanatische Revaniter dort, um ihn zu schützen. Der übliche, hoffnungslose Albtraum eben. Wir müssen diesen Störer unbedingt ausschalten. Ich sollte Unterstützung bekommen. Wir sind vielleicht nicht persönlich bei euch, aber wir alle haben unsere Rollen in diesem Spiel. Ob wir sie nun freiwillig erfüllen oder nicht. Die Zeit wird knapp. Ihr wisst, was zu tun ist. Das, was ihr immer tut. Triumphieren. Theron Schaan, der große Triumphator. Sprich mit Jervo Vihop. Oder sehe ich. So, wo ist das denn da? Hier ist ein Wissensobjekt. So, wo ist denn der Knüch, den jetzt mit mir geben soll?
Alles klar, das ist dann jetzt der letzte Flashpoint. Den spielen wir beim nächsten Part. Ich beende jetzt den hier und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, dann seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei. Und vergesst das Abo nicht, vergesst das Kommentar nicht, vergesst das Däumchen nach oben nicht. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.